Ich wünsche mir sehr, dass wir das Instrument bundesweiter Volksentscheid entwickeln, weil zu meinem Thema, zum bedingungslosen Grundeinkommen, würde es nicht passen, dass wir das von Parteien geschenkt bekommen, dass irgendwelche Parteipolitiker sagen, so, nun dürft ihr ein Grundeinkommen haben. Das wäre dann kein Grundeinkommen. Beim bedingungslosen Grundeinkommen ist für mich ganz wesentlich, dass wir Bürger das zusammen entwickeln, dass wir die Frage bewegen, wie wollen wir zusammenleben? Und wenn wir diese Frage entwickeln und bewegen und da vielleicht auch zu verschiedenen Ergebnissen kommen, dann finde ich das wichtig, dass wir auch ausdrücken können, so, das wollen wir jetzt, wir wollen so leben. Und da brauchen wir unbedingt dieses Mittel der Volksinitiative und eines Volksentscheides, dass wir unseren Willen artikulieren, ausdrücken können und dass der hier auch eine Rechtsform bekommt dann. Also ein Grundeinkommen von irgendeiner Partei, das möchte ich eigentlich gar nicht. Ich möchte ein Grundeinkommen, was wir selbst miteinander entwickeln und beschließen.